digitaler Schnellschuss und anspruchsvolle Filmproduktion. In diesem Spannungsfeld befindet sich der Journalismus von heute. Und sie sind quasi mittendrin, Max Ruppert und Fabian Werber. Als Blogger leben sie die digitale Welt, als Drohnenkünstler stehen sie für kreative Bildgestaltung. Die Drohne, auch Copter genannt, für sie der neue Trend. Es gibt manchen Beiträgen einen visuellen Kick noch. Also warum nicht mal, dazu würde ich aufrufen, warum nicht mal eine Geschichte wirklich nur aus der Luft erzählen und das nicht nur als Stadtrundflug. Wir starten hier am Tor X, fliegen einmal um die schöne Burg hier in Nürnberg herum und landen wieder, sondern vielleicht mal die Erzählperspektive wechseln, also auch im Kopf in die Luft gehen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Früher auf einer Ebene, quasi gefangen, kann der Journalismus dank der Coptertechnik jetzt im wahrsten Sinne des Wortes abheben. Die größte Schwierigkeit ist eigentlich, im Vergleich jetzt zu so einem ferngesteuerten Auto, dass ich halt die ganze Zeit dabei bleiben muss und nicht wie bei einem Auto, wo ich dann den Überblick verliere und einfach mal die Hebel loslasse und das Auto bleibt stehen. Die Drohne ist ja schon in der Luft und von daher, da muss man sich sehr vorsichtig rantasten, um dieses Flug-Know-how erstmal zu gewinnen. Die Drohne ist nichts für schnelle, spontane Berichterstattung oder Hobbyflieger. Jeder sollte erst einmal auf sicherem Terrain üben, bevor es mit großem Equipment in belebtere Gebiete geht. Und noch etwas spricht gegen den Schnellschuss. Bevor solche Aufnahmen entstehen können, müssen Fluggenehmigungen eingeholt werden. Und auch so ist Information wichtig. Das ist schon, hat schon eine Bedrohungsdimension und Leute fühlen sich da unwohl, wenn sie nicht sehen, wer den steuert. Und das sollte man, wenn man ihn einsetzt, in der Redaktion immer beachten und die Leute viel mehr informieren, bevor man in die Luft steigt. Bevor man was filmt. Anfangs Schwierigkeiten, mit denen auch die Digitalisierung zu kämpfen hatte. Mittlerweile zählen Twitter und Co. zur Standardberichterstattung, mit der fast jeder vertraut ist. Eine Entwicklung, die der Einsatz von Drohnen wohl ebenfalls machen wird. Ich glaube, dass der Bildjournalismus daran nicht mehr vorbeikommen kann. Also da setzt der Film einfach auch Trends, James Bond und jeder Tatort ist inzwischen mit ganz, ganz vielen Copterbildern voll. Und die Systeme sind da auch schon sehr ausgereift. Und wo noch ein weißes Feld ist, ist so der Datenjournalismus mit den Coptern. Man kann ja nicht nur eine Kamera dranhängen, sondern noch Geigerzähler zum Beispiel oder Temperaturmessgeräte oder sowas. Datenjournalismus dank neuester Technik, dann der nächste Schritt im Lokaljournalismus von morgen. Trotz dieser Trends wird aber eines gleich bleiben, das Spannungsfeld zwischen Schnellschüssen und Ästhetik. We're flying high.